DKS-Signale, sogenannte Kombinationssignale, sind ein in den letzten Jahrzehnten neu dazugekommenes Signalsystem, das die alten HV-Signale ablösen soll. Das Revolutionäre ist, sie können mit nur einem Signallicht dem Lokführer anzeigen, ob er das zugehörige Hauptsignal passieren darf und dann teilweise sogar noch, ob er das darauf folgende Hauptsignal auch passieren darf oder ob er davor anhalten muss. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir beginnen mit einer ganz kleinen Einführung, wie die Signale, also Ampeln, bei der Bahn funktionieren, damit wir alle im Bilde sind. Da die Bahnstrecke in sogenannte Blöcke eingeteilt ist, in die immer nur ein Zug rein darf, muss es Signale geben, die dem Lokführer die Zufahrt in einen Abschnitt erlauben. Und diese Signale heißen Hauptsignale. Rot heißt Halt, grün heißt Fahrt. Da aber Züge einen enorm langen Bremsweg haben, gibt es sogenannte Vorsignale, die die Stellung des nächsten Hauptsignals anzeigen. Bei dem älteren Signalsystem bedeuten zwei schräge grüne Lichter Fahrt erwarten, zwei schräge gelbe Lichter heißen Halt erwarten. Jetzt kommen wir zu den KS-Signalen. Hier gibt es natürlich auch Vorsignale, diese zeigen dann aber statt zwei schrägen grünen Lichtern nur noch ein grünes Licht, wenn das nächste Hauptsignal Fahrt erlaubt. Das nennt sich KS1 und heißt dann einfach nur noch Fahrt. Das Hauptsignal zeigt ebenso ein grünes Licht, was ebenso Fahrt bedeutet. Auch dieses Signal heißt dann KS1. Wenn wir uns jetzt an das alte Signalsystem erinnern, hieße das Vorsignal VR1 Fahrt erwarten und das Hauptsignal HP1 Fahrt. Und hier heißt jetzt beides KS1 Fahrt. Wenn Halt zu erwarten ist, gibt es am Vorsignal ebenfalls nur noch ein gelbes Licht. Das Signal nennt sich KS2 und heißt Halt erwarten. Zudem sehen wir, dass das HP0 des KS-Signalsystems nur noch ein rotes Licht zeigen kann, während das HV-Signalsystem auch imstande ist, zwei rote Lichter bei HP0 zu zeigen. So, das waren jetzt ein paar tolle Neuerungen, aber das Beste kommt erst jetzt. Um dem Lokführer die Stellung des nächsten Hauptsignals anzuzeigen, braucht es nämlich nicht mehr unbedingt ein separates Vorsignal, wie es bei dem älteren Signalsystem der Fall war. Einige KS-Signale können nämlich mit nur einem Signallicht dem Lokführer anzeigen, ob er an dem Hauptsignal, wo er sich befindet, vorbeifahren darf und ob er am nächsten Hauptsignal auch passieren darf. Diese nennt man dann Hauptsignale mit Vorsignalfunktion. Hier ein Beispiel. Wir kommen an dieses Vorsignal ran. Das Vorsignal zeigt KS1 Fahrt. Das nächste Hauptsignal ist dazu fähig, mit nur einem Signallicht Vor- und Hauptsignalstellung auszudrücken. Als Hauptsignal kann es uns die Einfahrt in den nächsten Block erlauben. Vorsignalfunktion bedeutet, dass es uns die Stellung des darauf folgenden Hauptsignals anzeigt. Dass das Signal Vor- und Hauptsignalfunktion hat, ist ganz einfach daran zu erkennen, dass neben dem weiß-rot-weißen Mastschild noch ein gelbes, mit der Spitze nach unten zeigendes Dreieck hängt, umgangssprachlich auch Karotte genannt. Hier zeigt das Hauptsignal jetzt ein grünes Licht und das heißt offiziell, wie beim Vorsignal auch, KS1, also Fahrt. Und nur wegen dem gelben Dreieck hat das grüne Licht jetzt die zusätzliche Information, dass uns das folgende Hauptsignal ebenso die Vorbeifahrt erlaubt. Dieses hat wieder eine Karotte und zeigt ebenso ein grünes Licht. Also gilt hier dasselbe Spiel, wir dürfen auch an diesem und am nächsten Hauptsignal passieren. Das nächste Hauptsignal, auch mit gelbem Dreieck, zeigt jetzt aber ein gelbes Licht. Keine Sorge, da dürfen wir vorbei, wie es unser Signal davor richtig signalisiert hat. Jedoch müssen wir jetzt vor dem nächsten Signal anhalten. Dieser Signalbegriff heißt dann genauso wie beim reinen Vorsignal KS2 Halt erwarten. Das nächste Hauptsignal wird also HP0 Halt zeigen. Ihr könnt euch also bis hierhin merken, ein grünes Licht heißt immer KS1 Fahrt, ein gelbes Licht heißt immer KS2 Halt erwarten und ein rotes Licht heißt nicht KS0, weil dieser Signalbegriff existiert gar nicht, sondern HP0. KS-Signale können aber auch die Fahrt nur mit begrenzter Geschwindigkeit zulassen. Beim Vorgänger kanntet ihr zum Beispiel das Signal HP2, also Langsamfahrt. Jedoch gibt es das bei den KS-Signalen jetzt nicht mehr, dass uns das zwei Signallichter anzeigen, sondern dann hängt einfach zu dem grünen oder gelben Licht noch ein Signal ZS3, der Geschwindigkeitsanzeiger, der uns dann bei der Vorbeifahrt die entsprechende Geschwindigkeit vorschreibt. Diese müssen wir dann mit 10 multiplizieren und erhalten dann die Geschwindigkeit, die wir fahren dürfen, sollte keine weitere Einschränkung vorliegen. Das heißt dann hier Fahrt mit 40 km/h. Jetzt kann das Vorsignal aber auch was ganz Neues, denn wenn wir so einen Fall haben, dass das Hauptsignal die Vorbeifahrt nur mit einer begrenzten Geschwindigkeit zulässt, dann zeigt das Vorsignal nicht mit einem grünen Dauerlicht Fahrt, sondern signalisiert dem Lokführer mit einem grünen Blinklicht, dass er zwar am Hauptsignal Fahrt zu erwarten hat, jedoch mit einer Geschwindigkeitseinschränkung. Deswegen blinkt das so, um den Lokführer darauf aufmerksam zu machen. Und wie hoch diese Geschwindigkeit ist, zeigt uns das ZS3V.
der Geschwindigkeitsvoranzeiger an, der unter dem Signal hängt. Hier müssen wir also 40 km/h erwarten. Der Signalbegriff heißt aber trotzdem Fahrt KS1. Die Frage danach, wie lange diese durch die am Hauptsignal hängenden ZS3 signalisierten Geschwindigkeiten gelten, hängt davon ab, wo sich das Ende des anschließenden Weichenbereichs befindet. Dazu habe ich euch schon ein Video gemacht, schaut gerne mal rein. Ihr kennt jetzt die KS-Signale schon sehr gut. Was jetzt noch wichtig ist, ist, dass es Vorsignalwiederholer gibt und generell Signale, die im verkürzten Bremswegabstand stehen. Vorsignalwiederholer sind dazu da, dass sie nach dem eigentlichen Vorsignal wiederholt die Stellung des nächsten Hauptsignals anzeigen. Diese stehen dann, wenn das Hauptsignal schwer einzusehen ist, weil es zum Beispiel in einer Kurve liegt, wie hier, oder weil es vom Bahnsteigdach verdeckt wird und von weitem nicht zu erkennen ist. In so einem Fall findet man an dem Signalschirm ein weißes Zusatzlicht in der unteren linken Ecke, wie hier. Der ausschlaggebende Punkt ist aber, dass der Wiederholer keine Vorsignaltafel hat. Das weiße Zusatzlicht in der linken unteren Ecke leuchtet nur, wenn der Wiederholer Halt erwarten, also KS2 anzeigt, oder wenn es KS1 mit ZS3V anzeigt. Bei Fahrt ohne eine angekündigte Geschwindigkeitseinschränkung am Hauptsignal ist das Zusatzlicht aus. Wir dürfen ja am nächsten Hauptsignal sowieso vorbei und müssen ja keine Einschränkung erwarten. Die Wiederholer sind wichtig, dass wir zum Beispiel Signalrückfälle, also wenn das Hauptsignal Fahrt zeigt und dann doch wieder auf Halt zurückspringt, frühzeitig erkennen und das Halt zeigende Signal nicht überfahren. Von weiter hinten zum Beispiel können wir das Hauptsignal noch nicht sehen, den Wiederholer jedoch schon. Signalrückfälle können wir hier also frühzeitig erkennen, da das Hauptsignal erst spät zu sehen ist. Wenn ein KS-Signal mit Vorsignalfunktion im um mindestens 5% verkürzten Bremswegabstand steht, es also näher als sonst üblich zum nächsten Hauptsignal platziert ist, gibt es auch ein weißes Zusatzlicht, um das dem Lokführer zu kommunizieren. Dieses ist aber in der oberen linken Ecke. Aber auch dieses leuchtet ebenso wie beim Wiederholer nur bei KS2 Halt erwarten und bei KS1 mit ZS3V. Zu guter Letzt möchte ich euch gerne noch das ZS1 zeigen, das Ersatzsignal, das beim KS-Signalsystem nur noch ein weißes Blinklicht ist und keine drei weißen Lichter in Form eines A, wie wir das eigentlich ja sonst kennen. Das Ersatzsignal kann geschaltet werden, wenn das Hauptsignal nicht mehr auf Fahrt gestellt werden kann, damit der Betrieb trotzdem weiterlaufen kann. Und dass er das Signal nicht auf Fahrt stellen kann, kann zum Beispiel daran liegen, dass das Signal gestört ist. Fassen wir also noch einmal zusammen. Das KS-Signalsystem kennt drei Signalbegriffe. KS1 Fahrt, KS2 Halt erwarten und HP0 Halt. Hauptsignale können KS1, KS2 und HP0 zeigen und je nachdem, ob sie Vorsignalfunktionen haben, auch noch etwas über die Stellung des darauffolgenden Hauptsignals aussagen. Vorsignale können natürlich nur KS1 und KS2 anzeigen. Mit der VW-Eselsbrücke können wir etwaige weiße Zusatzlichter gut auseinanderhalten. V als erster Buchstabe steht für den um mehr als 5% verkürzten Bremswegabstand, somit ist das weiße Zusatzlicht in diesen Fällen oben. Der zweite Buchstabe W steht für Wiederholer, somit ist das weiße Zusatzlicht unten. Das war's mit dem Video, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt und abonniert auch meinen Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.